und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgehakt. Heute möchte ich mit dir gern das Thema besprechen, was ist eigentlich der beste Boden zum Karpfenangeln? Ja, um das Thema Boden, da ranken sich auch eine ganze Menge Mythen. Auf dem einen Boden kann man gut fangen, auf dem anderen Boden eher nicht. Da fressen die Fische und hier fressen sie nicht. Gehen wir das Ganze mal ein ganz klein bisschen wissenschaftlich an und sortieren erstmal überhaupt ganz grob nur, welche möglichen Untergründe könnte ich denn überhaupt haben. Auf der einen Seite, ganz grob, wären harte Böden und weiche Böden. Zu den harten Böden würde ich zählen, einmal natürlich richtigen Stein, den ich habe, zum Beispiel in Flüssen, aber auch teilweise an alpinen Seen, also an Naturseen beispielsweise. Dazu kann aber auch gehören Kies oder Sand, wie an den Baggerseen, aber auch an natürlichen Gewässern, wie Flüsse beispielsweise. Kommt Kies vor, dann wird der Boden ein bisschen weicher, dann gibt es sowas wie zum Beispiel Lehmboden oder Tonböden, wo ich immer noch merke, wenn das Blei runtergeht, dass es pock hart auftrifft. Aber diese Böden sind eben trotzdem deutlich weicher als zum Beispiel ein Sand. Und dann kommen wir so langsam in den Bereich rein, wo die Böden dann weicher werden. Dazu gehören dann Böden, die aus einem Schlamm bestehen. Und bei diesen Schlämmen, da gibt es unterschiedliche, wissenschaftlich heißen die Dü oder Gütja oder ähnlich. Und bei diesen Schlämmen wird dann zum Beispiel unterschieden, ist es ein Schlamm, der ein Faulschlamm ist oder ein Schlamm, der eben kein Faulschlamm ist. Was die Unterschiede sind, das werden wir gleich noch besprechen. Viele Angler sprechen oft von Faulschlamm, wissen aber gar nicht genau, was das überhaupt bedeutet. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Harte Böden. Wie ist denn die Situation für Fische auf harten Böden? Wenn ich zum Beispiel einen Steinboden habe oder einen Boden aus aus Geröll, aus großen Steinen oder dann eben aus Kies, also Steine, die irgendwo kleiner sind als 5 cm. Da ist es dann eben oft so, dass auf diesen Böden jetzt eher nicht ganz so viel Nahrung zu finden ist. Es gibt eben weniger Organismen, die sich darauf ansiedeln. In Flüssen ist es sicherlich deutlich mehr als in Seen. Wenn ich mir die Zusammensetzung des Makrozoanthus im See angucke, dann ist es so, dass ich immer deutlich mehr zum Beispiel auf dem Lehmboden oder auf dem Tonboden finde, als eher auf dem Steinboden. Und das ist natürlich ein Faktor, ein Faktor, der wichtig ist, ob Karpfen sich jetzt eher auf dem Boden aufhalten oder nicht. Die Karpfen sind da, wo es was zu fressen gibt. Also muss ich eigentlich gucken, wo gibt es genug zu fressen für die Karpfen. Im Fluss ist es oft ein bisschen anders. Da gibt es eine andere Artenzusammensetzung an Makrozoanthus. Da haben wir zum Beispiel Köcherfliegenlarven. Da haben wir auch andere Arten, die sich auf festen Böden, auf harten Böden festhalten können, weil sie darauf spezialisiert sind. Diese Arten gibt es in Stillgewässern nicht. Und da habe ich es dann schon erlebt, dass ich vor allen Dingen auch auf kiesigen Böden, auf denen dann auch im Fluss zum Beispiel große Muscheln vorkommen, die aber auch bewachsen sind mit zum Beispiel Algen, wo die Schnecken als Weidegänger drauf sind, wo ich aber auch Köcherfliegen drauf habe, wo durch den Kies sich auch immer mal wieder gerne so Bachflohkrebse wummeln. Das sind oft so Situationen, wo ich dann sehr, sehr gut gefangen habe, also so Bereiche, so kiesig bis sandige Böden, auf den ganz steinigen Untergrund, wenn ich zum Beispiel Schiefer habe. Das funktioniert oft nicht ganz so gut. Auch da kann man Fische fangen. Man kann auf jedem Boden Fische fangen. Aber die Frage ist ja, wo fange ich mehr, wo fange ich weniger? Also da ist es eher so, dass auf den kiesigen und auf den sandigen Böden ich besser gefangen habe. In Baggerseen ist das ganz oft so gewesen, dass die sandigen Bereiche auch gut waren. Aber nur dann, wenn auf diesen sandigen Bereichen Wasserpflanzen wuchsen. Und wo ich dann in den Wasserpflanzen unten auf dem Boden angeln konnte. Warum ist das so? Weil in den Wasserpflanzen wieder eine ganze Menge Kleinlebewesen drin sind. Dazu gehören zum Beispiel auch wieder Bachflohkrebse, die im Baggerseen oft in großen Stückzahlen vorkommen. Dazu gehören aber auch zum Beispiel die Muscheln, die unten in den Wasserpflanzen drin sind. Und natürlich, klar, vor allem Schnecken. Jede Menge Schnecken, und das fressen die Karpfen eben in den Baggerseen unglaublich gerne. Hingegen, wenn ich Areale habe, die eben total monoton sind, wo ich nur einen Sandboden habe, wo unten eigentlich nichts groß rumkrabbelt an Fischfutter, an Makrozoanthus, dann habe ich dort in diesen Bereichen oft weniger gut gefangen. Grundsätzlich können wir sagen, so sandige Böden, kiesige Böden funktionieren immer ganz gut. Ton und Lehm sind super, perfekte Böden, weil ich zum einen Sorbolov ablegen kann. Ich muss nicht die Angst haben, dass mein Blei zu tief in den Boden einsinkt. Auf der anderen Seite ist es bei Lehm und bei Ton so, dass die obere Schicht immer mit Sauerstoff durchsetzt ist. Und das bedeutet schon mal, dass ich ein gutes Habitat habe für Fischfutter, sprich für Makrozoanthus. Und das ist natürlich für die Karpfen ideal. Da können sie mit dem Rüssel reingehen, da können sie den Lehmboden durchwühlen, dann können sie filtrieren
und eben all das, was an Nahrung da drin steckt, rausfiltrieren und fressen. Da sind oft auch Muscheln drauf, da sind oft auch Schnecken drauf. Da haben wir eine sehr, sehr hohe Artenvielfalt. Das ist unheimlich gut für die Karpfen. Das ist für uns zum Angeln auch unheimlich attraktiv, weil wir eben dort technisch oft einfach angeln können. Wir müssen vielleicht noch darauf achten, wie dicht stehen die Wasserpflanzen. Ansonsten ist das technische Angeln dort nicht schwierig. Ist egal, ob ich ein 100 Gramm Blei oder ein 150 Gramm Blei dort ablege. Das wird nicht einsinken. Der Ton und auch der Lebenboden ist oft hart genug. Dazu gehört zum Beispiel auch Mergel. So, jetzt kommen wir zu zwei Böden, die sind eigentlich ein bisschen schwieriger. Und das, da scheiden sich dann ganz oft eben die Geister. Und das sind eben genau die Schlämme. Immer dann, wenn ich einen Schlamm habe. Und immer wenn ich einen Schlamm habe, der mit Sauerstoff durchsetzt ist, also wo dort immer noch die oberen 3, 4, 5, 10 Zentimeter mit Sauerstoff durchsetzt sind, dadurch, dass eben das Wasser auch in den Schlamm reingeht. Immer dann, wenn ich zum Beispiel auch eine Fließgeschwindigkeit habe, wie zum Beispiel in Flüssen. In Flüssen sammelt sich in den Außenkurven oft so ein Material ab, da ist es oft flacher. Da habe ich Schlämme, da fließt aber immer Wasser drüber und da habe ich oft eben keine Faulschlämme. Und das ist eben total interessant für die Karpfen, weil dort eine ganze Menge kleine Organismen drin sind, weil diese Organismen dort einfach gut leben können. Jetzt kommen wir zu den Faulschlämmen. Da höre ich ganz oft, da wo Faulschlamm ist, da fange ich keine Karpfen. Womit hat das zu tun? Das hat sicherlich nichts damit zu tun, dass die Karpfen dort grundsätzlich nicht existieren, nicht leben können, zu wenig Sauerstoff haben. Über diesem Faulschlamm ist es eigentlich, also es gibt wenige Situationen, wo das nicht der Fall ist, aber alles Wasser hat immer genügend Sauerstoff dort. Wenn es im Sommer ganz, ganz, ganz heiß wird und ich in einem sehr flachen Bereich angle, dann kann das tatsächlich passieren, dass durch Abbauprozesse dort der Sauerstoffgehalt extrem sinkt und sich auch die Karpfen dort nicht mehr aufhalten. Das registrieren die aber und sind dann einfach woanders. Aber in den allermeisten Fällen ist es eben so, gerade im tieferen Wasser, was kalt ist, was mehr Sauerstoff hat, dass es dann ganz oft eben so, dass in diesem Faulschlamm oft nur sehr, sehr wenige Arten vorkommen, aber hochspezialisierte Arten. Und dazu gehören zum Beispiel Zuckmückenlarven. Und wenn man Zuckmückenlarven mal sich anguckt, was machen die eigentlich, dann sieht man sehr, sehr gut, dass die während des Tages oft in den tieferen Sedimentschichten drin sitzen, dort, wo noch ein bisschen Sauerstoff reinkommt und in der Nacht dann hochkommen. Die wandern also in diesem Schlamm auch. Nachts ist es eben so, dass die Photosynthese, gerade in den frühen Morgenstunden, die Pflanzen nicht mehr gewährleistet ist, Sauerstoffgehalt sinkt. Dann kommen die Zuckmückenlarven oft aus dem Schlamm nach oben, weil dort mehr Sauerstoff ist. Und ich oft eben nur Arten habe, die mit diesen widrigen Verhältnissen gut klarkommen. Eben immer dann, wenn ich einen anaeroben Abbau habe, beispielsweise anaerob bedeutet ein Abbau ohne Sauerstoff, da werden dann Schwefel und andere Substanzen beispielsweise produziert. Und damit kommen nur wenige Tiere, weniges an Makrozoobentos zurecht. Aber diese wenige, die da sind, die kommen oft in rauen Mengen vor. Also Zuckmückenfelder, davon redet man ja ganz oft. Und immer dann, wenn diese Zuckmückenfelder irgendwo in diesem Faulschlamm drin sitzen, dann wissen das auch die Karpfen. Und was die machen ist, die filtrieren das, die krempeln das komplett um und die fressen diese Zuckmücken definitiv und zwar auch sehr, sehr gerne. Und ich habe schon oft auch auf Faulschlamm dort, wo wir wenig Sauerstoff haben, wo wir einen anaeroben und keinen aeroben Abbau haben, also keinen Abbau, der über Sauerstoff funktioniert, habe ich unglaublich gute Sessions schon erlebt. Und es ist ein absoluter Mythos, dass Karpfen nicht auf Faulschlamm fressen. Das stimmt nicht. Da habe ich, wie gesagt, selber schon super Erfahrung gemacht. So, wie sieht es bei dir aus? Auf welchen Böden angelst du eigentlich am liebsten? Vielleicht einfach so aus der persönlichen Perspektive raus, vielleicht auch von der Technik raus, weil es vielleicht auf den harten Böden einfacher ist, wie im Faulschlamm oder im Schlamm, wo das Blei eben auch einsinken kann. Welche Erfahrungen hast du gemacht zum Fressverhalten? Wo fressen die Fische eigentlich lieber? Eher auf harten, eher auf weichem Sediment? Wie sieht es an deinem Vereinsgewässer aus? Ich bin gespannt. Schreib es unten in die Kommentare rein. Ein super großes Thema. Ich könnte eine Stunde drüber sprechen. Aber ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir heute erörtert und ich wünsche dir viel Spaß mit einer neuen Folge von Abgehakt.